Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Die CDU hat gewonnen in Thüringen, hast du mitgekriegt? Echt jetzt? Haben sie endlich die AfD geschafft, die Drecksäcke? Ja, sie hätten ja ihren Antrag auf Veränderung der Geschäftsordnung noch in der alten Legislatur stellen können, aber da haben sie es abgelehnt, darüber abzustimmen. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste, und dann haben sie ganz schnell hinterher gereicht, dass während der konstituierenden Sitzung ein Geschäftsordnungsantrag genau in der Form gestellt wird. Und dann gewinnen sie vom Verfassungsgericht und alle anderen stehen im Grunde genommen blamiert da, beziehungsweise als Staffage. Die CDU hat sich toll inszeniert, fast genauso gut wie die AfD vor ein paar Tagen. Ja, das sind alles Inszenierungen, das kann man anders nicht sagen. Ich erwarte ja jetzt die Schelte der AfD für die Gerichte, denn die Gerichte sind ja nach AfD-Meinung bestimmt alle sowieso durch die demokratischen Parteien besetzt worden gegen die AfD. Die sind ja die Notleider der Republik, die, wie nennt man das, Opfer. Ja, sie sind ja nicht die Täter, sondern die Opfer. Das Ja. sind ja nicht diejenigen, die gegen andere Menschen vorgehen, sondern andere Menschen gehen ja gegen sie vor, meine Herren. Die wollen ja nur das Beste für das Land und die anderen können es ja nicht. Ja. Ja, so ist das. So ist das. Das ist die Propaganda, die da abläuft. Genau dieselbe Propaganda wie vor 100 Jahren. Und es gibt zunehmend Leute, die dieser Propaganda erliegen. Und das macht mich wütend. Es macht mich wütend, diese 30% Dummen, die denen hinterherlaufen, denen die Stimme geben. Und sei es auch nur als Protest. Nein, so geht es nicht. Es geht so nicht. Rudi, das hat auch nichts mit Protest zu tun. Das ist die sind die emotionalisierbaren, also die du mit Emotionen nach oben bekommst und die auch dann nicht mehr denken, sondern die nur emotional reagieren. Das ist weder dumm noch Die haben intelligent. früher schon nicht gedacht. Die wollten nur alle ihre Ruhe Ja, haben. genau. Die wollen ihre Ruhe haben und die möchten, dass alles so bleibt, wie es ist. Am besten wie damals in der DDR und dann ist gut, ja. Ja, natürlich Dafür wird die sind. AfD jetzt kommen und wird versuchen, einen Triumph draus zu machen, von wegen, alles geht gegen sie und sind in der Opferrolle und. Aber das darf man ihr nicht durchgehen lassen. Wenn die Bestrebungen weiterhin so sind, zu einem Verbot der Partei wird es nicht reichen, weil sie eben nicht wie Man verbietet die doch. Der Reuß und Konsorten haben Waffenlager anlegen lassen und sich verbündet haben mit militanten oder kriminellen Na, das Gruppen. weiß man nicht. Ja, das haben sie noch nicht. Ja, vielleicht, aber es ist nicht nachweisbar, sind vielleicht geschickter als dieser Ja. Ex-Anhänger. Und deshalb wird es zu einem Parteienverbot nicht reichen, weil die Handlungen, die geeignet sind, die demokratische Ordnung zu beseitigen, nicht gegeben sind. So, Punkt. Aber was man tun kann, ist, alle die, wie zum Beispiel der Höcke, den man als Faschist ja bezeichnen darf. Ein Richter hat ihn Ja, das ist hat ein ihn so benannt, faschistischer Chaot, er ist hat das, ein verurteilt. faschistischer Chaot. Ja, der geht auf die Straße und schmeißt noch mit Steinen. Also da mache ich mir überhaupt keine Illusionen. Oh, nein, aber diesen kann man nach Paragraphen, nach Artikel 18 des Grundgesetzes die Mitwirkung in der Demokratie untersagen. Den kann man aus der Politik entfernen und das wäre ein Ich Ansatz. bin prinzipiell gegen Verbot auch erst recht von solchen, wie soll ich das sagen? Also Faschisten halt, ne? Die sollen doch ihren Müll verbreiten. Die demokratischen Parteien sollen sich mal auf den Weg machen und erklären, was sie da machen. Das reicht nicht, wenn man im Hinterzimmer irgendwelche bürokratischen Regelungen auskegelt, ja, und dann hinterher noch kommt, haltet den Dieb. Wenn ich mir jetzt die CDU angucke, was da wieder abgeht zum Thema Bürokratieabbau, ey, die haben doch in den letzten 100 Jahren nie regiert, nie. Ja, die haben gar keine Gesetze gemacht von der CDU, CSU, diese Klugschwätzer, ja, Klugscheißer sagt man, glaube ich, eher, ne? Klugscheißer und Dummschwätzer. Ja, genau so rum war es richtig. Genau. Dummschwätzer sind das, ja. Nein, die haben die letzten Jahrzehnte kein einziges Gesetz gemacht, was irgendeine Bürokratie zur Folge gehabt hätte. Gar nichts. Ne? Nee. Nee. Aber jetzt wissen sie natürlich wie immer alles besser. Also da Ja, könnten. die wissen nicht alles besser, sondern das war die SPD. Das stimmt, das stimmt. Also die Sozialdemokraten waren sowieso immer, ja. Und ganz prinzipiell, wenn jemand schuld ist, dann sind das diese Landesverräter, wie Bismarck das schon gesagt hat, dieser Drecksack,
der den Arbeitern ihre Gelder weggenommen hat. Naja, ich will das gar nicht weiter ausführen. Das ist jetzt auch Nein, die SPD weltliche gehört auch Hommage. verboten. Die SPD gehört verboten. Seit 1863 Ja. versucht sie, die Lebensbedingungen der Menschen zu untergraben, zu verschlechtern Ja. und hat es seitdem nicht geschafft. Ne? Eine Ja. Partei, die das ihre Ziele nicht schafft, ne? Ja. Also Ja. wie die wie so Edellinke behaupten oder ganz Rechte, Ja. die gehört eigentlich gar nicht in den politischen Betrieb. Die Genau. könnte man nochmal Ja, verwenden. Bismarck hatte auch da recht. Er hätte das Sozialistenverbot weiterführen sollen. Stattdessen geht er her und raubt den Arbeiter-Selbsthilfevereinen ihr Geld Ihre und macht persönlichen daraus. Groschen, ihre persönlichen Groschen verstaatlicht er sozusagen. Ihre persönlichen Groschen hat er verschoben, aber wirklich Groschen. Also das waren ja immer Pfennige, die da eingezahlt wurden in die Krankenversicherung, in die selbstorganisierte Altersversicherung. Das waren immer Groschen. Die hat Bismarck noch geklaut und hat sie dann in seine Sozialversicherung reingepackt. In seine Sozialversicherung. Was für ein Narrativ, was für ein Unfug. Jetzt kommt dieser Lindner daher und will eine Aktienrente. Wofür will er die denn haben? Aus den Vermögen der Arbeiter ist in den vergangenen 150 Jahren sind da drei Kriege finanziert worden über Krankenrentenversicherung. Meine Herren, jetzt was Neues. Also das, was diese Aktienrente bringt in den nächsten 10, 20 Jahren, gibt die Rentenversicherung in 2, 3 Tagen aus. Da kann man nur mal den Umfang sehen von der Art dieser Politik, die diese Klientelpartei macht. Für wen macht sie es denn? Wer profitiert von dieser Konstruktion, dass es einen Aktienfonds da gibt? Ja. Wer wird da wieder reinlanciert? Wer Ja. kriegt dort wieder gut dotierte Posten? Ja? Das ist nicht der VW-Arbeiter, der jetzt seinen Job verliert. Der kommt da Nein, nein, gar nein. Also Rudi, das ist doch ganz klar. Die FDP kommt nirgends mehr in die Parlamente rein und die Spitzenfunktionäre brauchen jetzt Unterbringungsjobs. Und die werden jetzt geschaffen mit der Aktienrente. Da schafft man attraktive Jobs, wo man hinterherhin verschwinden kann und wo Lindner dann sich die Eier krault. Also entschuldige bitte, aber anders kann ich das nicht mehr sehen. Ja? Wer will denn, die FDP braucht kein Mensch und die wird auch kein Mensch mehr wählen, leider Gott sei Dank. Ja? Und die Grünen, das ist genauso ein Fall fürs Geschichtsbuch. Guck dir doch Habeck und Baerbock an. Was wollen die jetzt? In der CDU beitreten oder haben sie noch eine eigene grüne Partei oder ich weiß es nicht. Das Werden sie ist. irgendwie dunkelrot? Ja, das weiß man nicht so genau. Ist auch egal. Es ist auch egal. Sie haben sich durch ihre Unprofessionalität, ich habe ja jetzt gerade auch mich im Wort verstolpert, aber als Außenministerin darf man sowas mal rein gar nicht. Ja? Auch Ja. nicht in den ersten Tagen. Da hätte man 3 Jahre vorher üben müssen, wie man was Ja. formuliert. Ja? Habeck mit dem Heizungsgesetz, was überhaupt nicht so vorgestellt wurde, wie es wirken soll und wirken kann und auch gut ist zu wirken, die haben sich einfach auf die Seite gestellt, ins Abseits. Ja. Und Nein, aus dem ich Abseits werden auch die nicht mehr rauskommen. ja. Problem ist, die Ja. SPD erklärt ja auch nicht und gerät Richtig. auch immer mehr ins Richtig. Abseits. Aber wir können Richtig. es wuppen. Woidke hat es doch gewuppt und er war es nicht alleine. Nein, Verdreht. nein, nein. Ich bin ja Ja. bei dir, Rudi. Was sagen wir denn immer? Wir haben hier genügend Genossinnen und Genossen in den Ortsvereinen, überall im ganzen Land, die bereit sind, auch Ja. den Rücken durchzudrücken und mal zu arbeiten. Man muss sie nur lassen und ihnen nicht ständig einen von der Schuldenbremse erzählen und nicht noch hier und da, hast du nicht gesehen, erzählen, sondern man muss die Themen, die wir als Sozialdemokraten schon seit 150 Jahren auf der Tagesordnung haben, auch mal wieder fahren. Ja? Und das ist eben Solidarität. Das sind Freiheitsrechte, das ist ein sicheres Leben. Ja, mein Gott. Ja, wie gesagt, am besten alle einsperren, dann ist Ruhe. Nicht einsperren, du wolltest doch keine. Du wolltest doch keine aus dem Politikbetrieb entfernen. Wenn du die Ach AfDler so. drin lässt, dann musst du die CDU da auch drin lassen. Ja, Es sei denn, sie wurde gehen quasi in Anführungsstrichen freiwillig. recht. Wurde recht, das hast du recht. Die Österreicher Ja. werden sich ja am Wochenende auch mal wieder die Kanne geben. Das ist ja ein Volk, diese Österreicher, die haben schon den Führer, haben sie uns schon geliefert. Mal sehen, ob sie jetzt den nächsten Volkskanzler ins Reich schicken. Ich Aber bin. der war ja nur Österreicher, weil es noch als K&K-Monarchie gegolten hat. Der böhmische Gefreite war ja kein richtiger Österreicher. Nee.
Das wird kein Österreicher dir durchgehen lassen, dass du das so sagst hier. Nee, nee. War auch nur ein hässlicher Seitenhieb. Ich meine, ich könnte jetzt noch mit der Räterepublik der Feldhamster um die Ecke kommen, ne? Also das ist ja auch so eine, diese Überdemokratisierung überall. Ja? Du kannst ja nicht mal mehr ein Windkraftrad hinstellen oder gar eine Autobahn bauen, ohne dass da einer einen Feldhamster entdeckt auf dem Feld und dann dagegen klagt. Oh, meine Herren, also wir können uns wirklich warm ansehen mit dieser Art von Bürokratisierung. Ja, das ist Naja, das vollkommen. hat zwei Seiten. Es hat zwei Seiten. Naja. Elon Musk und wie sie alle heißen, wollen riesige Fabriken bauen, wo KI wirken kann, die den Strombedarf von Millionenstädten haben. Ja? Und dazu bedarf es auch der Stromleitung. Und eine soll direkt bei uns hier, also nicht keine, ein paar hundert Ja, Meter die weg. tut dir doch Soll nichts. sie bei uns Nee. durch. Ja. Südlink, Abzweig nach Frankfurt, da gibt es schon den größten Internetknoten, da sollen noch mehr entstehen. Im Prinzip ja richtig, wenn die Elektrizität oben in der Nordsee Passt produziert auch, wird dass da kein oder oben Feldhamster nicht ist. abgenommen werden kann, dann muss sie nach Süden. Nur das Problem ist, hätten wir keine Einspruchsmöglichkeiten, würde sie unser Trinkwasser, unsere Trinkwasserversorgung das der ganzen Gemeinde kaputt machen. Ja, sorry, wenn diese Einspruchsmöglichkeiten nicht da wären, würden die einfach durchregieren und da wird die Schneise da sein und fertig. Ja, Also ja. da muss man Also. gucken, wo macht man sinnvoll Einspruchsmöglichkeiten und wo ist es schwachsinnig. Also, ich sage dir eins: Ich brauche kein Klagerecht für Feldhamster in der Räterepublik. Das gehört einfach bürokratisch entmüllt. Ihr könnt uns Also natürlich dafür noch. dürfe wären vielleicht Bürgerräte gar nicht schlecht, Da können weil die wir, haben glaube den ich. einen, Da können wir ja. extra noch mal drüber diskutieren, weil Bürgerräte ist natürlich ein klasse Thema. Vielleicht guckt ihr uns zwei auch noch mal an. Dazu machen wir was extra, Rudi, oder? Ja, machen Ja, wir. Für heute ist jetzt Schluss. Wir sind sowieso schon über der Zeit. Kommt gut durchs Wochenende. Korridor.